Am Samstag und Sonntag war es wieder soweit. Zum 15. Mal fand der Barbecue Skate Contest in Paderborn statt. Zum ersten Mal allerdings wurde am Sonntag die Weltmeisterschaft im Freestyle-Fahren im Goldgrund ausgetragen, wie uns Veranstalter Ralf Loser, besser bekannt unter dem Spitznamen Razzi, erklärte. Seit 12 Jahren veranstalten wir am zweiten Tag immer auch einen Oldschool- und Freestyle-Contest. Und die Jungs sind immer so begeistert von dem Paderborner Publikum, dass immer mehr gekommen sind. Und heute haben wir die Weltmeisterschaft, das sehr beeindruckend ist. Also da wir sehr wetterabhängig sind, hatte ich noch Schlimmeres befürchtet, aber ich bin total happy. Außerdem bin ich sehr, sehr glücklich über das Paderborner Publikum, was halt trotz des Regens immer wieder ausharrt und wartet, bis der Platz trocken ist und ja, regelrecht hier die ganzen Freestyler aus aller Welt feiert. 40 Fahrer aus der ganzen Welt waren bereit, ihr Bestes zu geben. Ein 5-köpfiges Schiedsrichtergespann vergab hierbei Punkte für Kreativität und fehlerfreies Fahren. Am Ende ging der Weltmeistertitel an den 23-jährigen Deutschen Sebastian Heupel aus Wenden, der ziemlich überraschend, aber am Ende verdient gewonnen hatte. Ja, absolut. Also hätte ich nicht mit gerechnet. Ich habe zwar 2 gute Runs hingelegt, wo ich auch sehr mit zufrieden war, aber damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, weil die Konkurrenz war halt doch schon sehr stark. Und ich war überrascht und ich freue mich riesig, muss ich ganz ehrlich sagen. Als ganz besonderes Highlight schafften es die Veranstalter, Skateboard-Legenden aus der ganzen Welt nach Paderborn zu locken, wie zum Beispiel Ellie Meyers aus Belgien, die schnell zeigte, dass Skateboarden nicht nur was für jüngere Generationen ist. I was in Oceanside in 1979 Freestyle Contest and I met Yo-Yo again since well 3 years ago. Trotz zwischenzeitlichen Wolkenbrüchen haken die Besucher aus und waren sich allesamt einig, dass die Veranstaltung wie immer eine gelungene Aktion war. Das finde ich sehr gut, ja. Das ist so der beste Park, den ich überhaupt kenne. Ja, ist eine super Sache. Aber finde ich schon gut, dass das so ein Ereignis, sag ich mal, hier nach Paderborn geholt wird. Ne? Sehr gut, finde ich gut, weil sonst sind eigentlich die Events immer so in großen Städten. Ja, super, ja, hammergeil, also richtig hammergeil. Wir von On Air freuen uns schon aufs nächste Jahr, wenn der 16. Skateboard-Contest in Paderborn stattfindet.